Keine Dummheiten, Kameraden. Den Helden könnt ihr jetzt zu Hause spielen. Bei Mami, wir haben gewonnen. Ihr Nordstaatler. Und jetzt seid schön lieb und werft die Waffen weg. Der Frieden ist ausgebrochen. Ein Gesicht in Ehren. Wer es glaubt, wird selig. Schön, wenn du mir nicht glaubst. Wir haben einen Oberst von euch. Hey, Matti, der will ihn sehen. Bring ihn runter, unseren Hübschen. Nicht schlecht, ne? Guter Fang, was? Zweites Regiment, Colonel Donovan. Zweites Regiment? Kavallerie. Ist der Krieg wirklich aus? Ja. Wie ist das gekommen? Unser General Lee hat kapituliert. Wie lange ist das her? Jetzt 3 Tage. Dann ist alles aus? Für uns ist alles aus, Lieutenant. Wir können bald nach Hause. Tut lieber, was die sagen. Wir sind anständig. Okay. Werft die Waffen weg, Männer. Runter von den Pferden. Steigen Sie nur ab, Lieutenant. Für die ist jetzt auch Feierabend. Ein bisschen frischer, Leute. Hast du nicht zu rauchen, Lieutenant? Ja, gerne. Brav. Anzünden? Ja, danke. Wo sind Sie zu Hause, Lieutenant? Little Rock, Arkansas, Sir. Arkansas? Ja, Sir. Da haben Sie wohl ein gutes Stück nach Hause. Ja, Sir. Wenn ich mich nicht irre, Lieutenant, reitet man da ganz schön lange. Zu Fuß. Ja, der Krieg ist aus! Wer, was? Grüßt mir die Heimat! Der Krieg ist aus, Kameraden! Heim zu Mami, die freut sich! Aber wascht euch vorher die Schweißfüße! Die Kleine, die stickt in die Kleine! Komm, leg ab und versuch keine schmutzigen Tricks, Junge. Hosen runter!
Sullivan! Verdammt, wo warst du die ganze Zeit? Ich hab nur so einen Ballermann beschlagnahmt, Annie, mein Herz. Also, meine Damen und Herren, machen Sie Ihr Spiel. Nichts geht mehr. Nichts geht mehr, bitte. Die 13, schwarz ungerade. Hier bitte, mein Herr. Und hier. Machen Sie Ihr Spiel, meine Damen und Herren. Machen Sie Ihr Spiel. Ihre Einsätze bitte. $1 auf die 16, jawohl. Das Limit auf einfache Chancen und Zahlen ist jetzt $25. Machen Sie Ihr Spiel, meine Damen und Herren. Ihr Spiel bitte. Das Limit ist bei $25. Ihre Einsätze bitte. Machen Sie Ihr Spiel. Noch jemand Einsätze bitte. Die 5000 für deinen Kopf, Baker. Bleiben Sie sitzen, Mister. Spiel. Taub, Mister? Wenn Sie liegen bleiben. Ich nehme es immer sehr genau, wissen Sie? Ah, Mr. Weihwasser. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen, Mr. Weihwasser. Es ist mir eine Freude, Sie gesund wiederzusehen. Erzählen Sie mir, wie es Ihnen ergangen ist. Sie sehen von Tag zu Tag jünger aus. Die Geschäfte scheinen gut zu gehen. Man sieht es Ihnen am Gesicht an, oder irre ich mich da? Kommen Sie mit bitte in mein Büro. Nach Ihnen, Mr. Weihwasser. Hier sind wir vollkommen ungestört. Bitte nehmen Sie Platz. Bitte setzen Sie sich. Ah, ich bin sicher, Ihre Geschäfte blühen. Seit der Krieg zu Ende ist, treibt sich übles Gesindel hier in der Gegend herum. Überfälle, Mord und Totschlag sind an der Tagesordnung. Das ist einerseits nicht sehr erfreulich, aber für Sie bedeutet es ein wachsendes Bankkonto. Und der Mensch ist nur so viel wert wie sein Bankkonto. Nun, verehrter Mr. Weihwasser, wie viel wollen Sie diesmal anlegen? 5000. Sehr schön. Und mein Kontostand bitte. Selbstverständlich, mit Vergnügen. Hier bitte, die Früchte Ihrer Arbeit. Ein kleines Vermögen. Es ehrt mich sehr und ist mir eine Beruhigung, dass gerade Sie Ihr Geld bei uns in guten Händen wissen. Ich muss gestehen, Sie sind zurzeit unser bester Kunde. Mag man über Ihren Beruf denken, was man will. Für mich sind Sie ein Ehrenmann, ein Freund des Gesetzes und ich habe von Ihnen ja nichts zu befürchten, so wie die Verbrecher. Denn übertroffen wird Ihr Geschäftssinn nur noch von Ihrer Schießkunst, heißt es. Mit den Habenzinsen und allem macht das glatte 50.000.
Signore, hör mir zu. Für nächste Information muss ich Preise erhöhen. Der Dollar ist nicht mehr viel wert. Ein Moment. Komm rein. So, ich mag aber nur Rothaarige. Ah. Oho. Wo ist Weihwasser Joe? Was ist? Bist du immer so schwerhörig? Hm? Morgen Weihwasser. Das Kopfgeld für Baker kannst du jetzt der Kirche vermachen. Nur das Kleingeld für deinen Sarg hätte ich gern wieder. Los, komm. Willst du, dass ich so mit nacktem Arsch an die Himmelstür klopfe? Okay, die Engel sollen nicht blind werden. Und was soll die Dame von uns denken? Meinetwegen, wenn es dein letzter Wunsch ist hier. Reinhelfen muss ich dir ja nicht. Leider ist das Ding nicht kugelsicher. Aber dafür kannst du dir vor Angst noch mal in die Hosen scheißen. Wir müssen diese Schweinehunde so schnell wie möglich fassen und an den nächsten Baum aufhängen. Seit 2 Jahren tanzen die uns auf der Nase herum. Wir machen uns hier langsam lächerlich. Entschuldigen Sie, General. Was gibt es, Major? Gestern wurde wieder ein Geldtransport mit Kanonenfeuer überfallen, Sir. Das bringt mich auf eine Idee, meine Herren. Nur Donovan dürfte dazu fähig sein. Noch gebrauchen ja Gottlob nicht alle Diebe Artillerie. Wir können also mit Sicherheit feststellen, welche Verbrechen auf das Konto von Donovan gehen. Nämlich die, bei denen es bumst. Ja, markieren wir diese Überfälle auf der Karte und sehen, ob er irgendein System hat oder ein bestimmtes Gebiet bevorzugt. Dann dürften wir es leichter haben. Mit einem Monstrum von Kanone ist er nicht beweglich. Bisher hat noch keiner ein Stück von dieser Kanone gesehen, weder vor noch nach einem Überfall. Das könnte bedeuten, dass er mehrere Kanonen hat und sie überhaupt kaum zu bewegen braucht. Wir müssen also unsere Suche auf unzugängliche Gegenden konzentrieren. Zum Beispiel hier in dem Dreieck bei Del Rio könnte er sich gut mit seinen Kanonen verstecken. Dann wollen wir dort nachsehen, Captain.
Den Direktor, bitte. Colonel Glenn. Sehr erfreut, Crumb. Sagen Sie bitte Ihren Kunden, Sie sollen nach Hause gehen. Meinen Kunden? Was heißt das? Amtliche Anordnung. Sie wissen das nicht. Alle Banken müssen schließen. Aber warum sollte die Armee die Banken schließen? Das verstehe ich nicht. Einziehungsanordnung. Ach, das ist was anderes. Einen Augenblick. Meine Damen und Herren, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir heute früher als gewöhnlich schließen. Es tut mir leid. Befehl von oben. Was soll ich machen? Kompliment. Ich bitte. Was machen Sie da, Colonel? Haben Sie Befugnis, Geld zu beschlagnahmen? Mhm. Ganz richtig. Befehl ist Befehl. Aber das Geld hier ist Privateigentum. Der Dank des Vaterlands ist euch gewiss. Aber Sie können nicht einfach... Oh doch, guter Mann, macht den Geldschrank auf. Ihr seid Betrüger. Ich mache gar nichts auf. Gar nichts. Sehr unvernünftig für sein Alter. Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr? Warum wollen Sie das wissen? Was macht das für einen Unterschied? Aha. Baronet, stimmt Ihr Herz? 3:03. Geht nach. 2 Minuten. Sie haben 2 Minuten, um den Geldschrank aufzumachen. Sie haben nur noch 2 Minuten. Nein, der Geldschrank bleibt zu. Und wenn ihr euch auf den Kopf stellt... Das ist mein letztes Wort. Noch 1 Minute. Noch 1/2 Minute zum Helden schwelen. Ihr könnt mich nicht einschüchtern. Nicht im geringsten. 1/4 Minute. 15 Sekunden. Na schön. Wenn Sie ihn nicht aufmachen. Schwarz wie Seele, aber süß. Prima gegen saure Gesicht. Warum musst du Geld auch auf Bank bringen? Ich habe Geld immer im Strumpf. Wird nass höchstens. Ja.
Nein, tu es nicht. Ist Selbstmord. Ist völlig verrückt, einlassen sich mit Donovan. Noch dazu allein. Ist ein Fuchs. Du bekommst ihn zu sehen überhaupt nicht. Oder vielleicht doch. Aber nur gegen Sondertarif. Nicht mehr als sonst. Nun, weil du immer bezahlen, pünktlich lasse ich es bei üblicher Beteiligung. Ich bin jetzt ärmer als du. Hör zu, Donovans wichtigster Mann ist abgehauen mit der ganzen Beute. Donovan möchte wiedersehen, alle beide. Ich weiß, er ist wütend wie ein Stier, dass dein treuer Charlie ihn verlassen hat. Er hat Belohnung gesetzt auf ihn. Und Belohnung ist nicht von Pappe. Fünfmal so viel wie Zartgericht. Wenn du ihn bringst, lebendig. Da ist wer. Ich glaube, du träumst. Ich habe aber ein Gesicht gesehen. Ich kann ja mal nachsehen. Verrat mir eines. Wie viel zahlt Donovan eigentlich für meine Haut? $10,000. Oho, der muss mich lieben. Eine Menge Geld für einen Haufen Dreck. Du! Wenn du das nochmal sagst, bringe ich dich um. Das nächste Mal, wenn ich dich sehe. Meine Mutter ist... Sie ist gestern gestorben. Und darum, weißt du, bin ich hier. Ich bin hier, um meiner Mutter die letzte Ehre zu erweisen. Ja, darum bin ich weg von meinen Freunden, nur um meine Pflicht als treuer Sohn zu tun. Eine Hure? Schöne Beerdigung. Armes Mütterlein. Ja, ich habe ihr immer Sorgen gemacht. Aber gegen Bumsen hatte sie nie was. Zieh dich an. $10,000. Ich bin ein wertvoller Mensch. Danke, danke. Sehr höflich. So. Schon fertig. Wie sehe ich aus? Zum Träumen. Ich gehe schon. Ich bin ganz brav. Mama, Mama. Arme. Mamilein. Bring die Bibel, dass wir das hinter uns bringen. Erhöre mein Gebet, o Herr im Himmel. Sei dieser armen Seele gnädig und führe sie zum Licht deiner Gnade, auf das sie eingehe in das Reich derer, die da selig sind. Lass sie nicht ewiger Verdammnis anheimfallen. Vergib ihr ihre Schuld. Erlöse sie von ihren Sünden. Erlöse sie von allem Übel im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Weißt du, Weihwasser, nicht, dass ich Angst vor Donovan hätte. Nur gegen Hanfkarwatten habe ich was. Du bist fast so berühmt wie Donovan. Das will was heißen für einen Kopfgeldjäger. Wo hast du übrigens deinen Namen her? Weihwasser. Mit 14. Da war ich bei einem versoffenen Pfaffen angestellt. Er hat Schnaps an die Indianer verkauft. Er nannte das sein Weihwasser. Er war ein sehr heiliger Mann.
Weihwasserfass hieß er bei den Indianern. Ich Weihwasser Joe. Zufrieden? Ja, da wäre ich auch gern fromm. Oh, hier, da wären wir. Wir wären wo? Oder willst du, dass ich es einfach unter mich gehen lasse? Mir kommt das Bein aus den Ohren, Mann. Ich kann es nicht mehr halten. Verstehst du das nicht? Ich muss pissen. Was ist? Willst du, dass ich den Gaul anschiffe mit meinem Weihwasser? Oh. Ja, schon gut. Oh, schon gut. Lass mich nur los. Dann geh. Ja, keine Angst, ich schau dir schon nichts weg. Ich will gar nicht wissen, wie der Herr bei dir gespart hat. Ist das eine Wohltat. Gerade noch die größte Qual. Oh, wie schön ein strammer Strahl. Bin ich nicht gut? Hey! So lange schifft er kein Pferd. Hey, hast du es bald? Das ist der Vater von 5 Kindern. Die gebratenen Stiefel in den Mund. Übrigens musst du nicht mal pissen. Guten Morgen. Lass deine Pfoten von mir, du Dreckskerl, du Mieser. Das machst du nicht nochmal. Los, Kinder. Was machst du denn mit meinem Hemd? Hier ist ein bisschen heiß in der Hose, ja? Vielleicht ist es besser, wenn du mal eine Zeit lang nach Hause gehst. Nein. Ich bleibe lieber hier. Zwei Reiter nähern sich von Osten. Musik.
Weihwasser, Joe. Was für eine Überraschung. Und unser guter Freund Charlie. Ha! Ich habe es ja die ganze Zeit gesagt. Der Charlie lässt uns nicht im Stich. Der hängt zu sehr an uns. Nein, nein, das ist kein Verräter. Der hat nur einen kleinen Urlaub genommen. Nicht wahr, Leute? Hast uns auch sehr gefehlt, Charlie. Komm runter, willst du nicht deine Kameraden begrüßen? Lass ihn los, Donovan, er gehört mir. Okay. Du meinst, du willst ihn uns nur noch mal hier zeigen? Ist das richtig? Nein, er ist zu verkaufen. Verstehe. Ah, du hast gehört, 10.000. 10.000? Für das da? 10.000 Dollar? Ah, hat jemand was Falsches geflüstert. Eine Inflation haben wir. Ich gebe dir 3.000 und keinen Penny mehr. Da glaubst du, ich bin verrückt und zahle 3.000 Dollar für das? Willst du ihn oder willst du ihn nicht? Ich mache dir ein allerletztes Angebot. Ich gebe dir 4.000 Dollar für das Schwein. 10. Als ob ich mein Geld gestohlen hätte. Der ruiniert die Firma. Warum soll ich 10.000 Dollar für jemanden zahlen, nur um ihn hängen zu sehen? Da fällt mir was ein. Ich habe eine prächtige Idee. Warum verhandelst du nicht mit ihm, Sergeant? Du kannst das besser. Runter von da oben! Hey, lass mir meinen Dicken leben. 6.000. Da kannst du eine Menge Weihwasser für kaufen. Ich habe 10 gesagt. Leider. Bezahl's ihm. Bist du wahnsinnig, Girl? Du wolltest Charlie wiederhaben? Er hat ihn dir gebracht. Ich schwöre dir, Charlie, das gibt ein Fest, das feiern wir aber zusammen. Für 10.000 Dollar. Ja. Bitte nicht grob werden, Kameraden. Ich bin sehr sensibel. Ah, ah. Oh, oh. Nicht so kräftig. Ah. Warum so ein hohes Kopfgeld? Die Bank in Austin hat unserer Regimentskasse eine kleine Spende gemacht und Charlie ist damit abgehauen. Hast du eine Zigarre? Spezialanfertigung für Geschäftsfreunde. Sehr großzügig. Zufrieden? Wo hast du übrigens den Vogel gefangen? Im Bett. Bett? Das war sicher sehr komisch. Nein, es war ergreifend. Ich möchte wirklich mal wissen, was an Charlie ergreifend ist. Seine Tränen am Grab. Was war das? Er war in Lancaster, um seine Mutter zu begraben. Wie? Seine Mutter begraben? Ich habe gar nicht gewusst, dass der eine Mutter hat. Ich dachte, den hat ein Esel im Galopp verloren. Er ist Charlie und Heulen. Sehr ergreifend. Er bringt ihn mir mal her. Charlie, man hört ja schöne Geschichten von dir. Weihwasser, lieber Geschäftsfreund, ich glaube, wir wären fertig. Dann schieß mal los. Erzähl. Ich wollte nicht weglaufen, Colonel. Glaub mir, ich habe nur meine arme Mutter begraben. Setz dich, Charlie. Was? Mach dir's bequem, Charlie. Aua. Du hast also nur deine arme alte Mutter begraben. Und wo sind unsere Moneten? Was für Moneten? So was Dummes. Sag nur, ja. Die Spende von der Bank in Austin hat sich einfach in Luft aufgelöst. Ich weiß wirklich nicht, wovon du redest. Sag, wo ist mein Geld, Charlie? Sei lieb. Ich habe alles ausgegeben.
Ach ja? Ja, für das Begräbnis von meinem lieben Mütterlein, für den Sarg und so. Ich konnte sie ja nicht in einer Kiste beerdigen. Ich verstehe, natürlich. Nun, der Priester wollte auch seinen Teil und die schönen Blumen. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so an deiner Mutter hängst, Charlie. Mir kommen auch gleich die Tränen. Sergeant, nimm du ihn! Vielleicht machst du es besser. Mir doch mal die Geschichte mit dem Geld. Ja, hast du immer so gut verstanden, alter Freund. Kann es weitergehen? Ich habe meinen Freund, den Sergeant, gut verstanden. Ihr könnt von mir alles wissen, was ihr wollt. Ergreifend. Ja. Was ist mit unserem Geld? Ich habe es mit meinem Mütterchen begraben. Es ist in ihrem Sarg. Damit dein Mütterchen weicher liegt, die Ärmste. Ja, genau. Warum höre ich das jetzt von dir, Charlie? Ich habe gedacht, es wäre nicht so wichtig. Und sowas habe ich großgezogen. Papa. Gehört, Sergeant? Zur Abwechslung mein Friedhof. Holt die Pferde. Ist ja unsere kleine Bank. Missgeburt hat uns angelogen. Dafür knüpfe ich ihn an den höchsten Baum. Ja, da bin ich dabei, Sergeant. Zurück zum Lager. Wir verpassen ihm einen Kragen aus Hanf. Er soll am Hals spüren, wie schwer sein Hintern ist. Colonel, was meinst du dazu? Ich muss erst mit ihm reden. Aha, wisst ihr, was euch blüht, wenn ihr von meinem Kriegsgericht verurteilt werdet? Aber ich kann doch nichts dafür. Charlie ist weggelaufen, als er Wache hatte. Und er ist eingeschlafen, weil er so besoffen war, sonst hätte er mir ja helfen können. Okay. Ich werde noch mal davon absehen, es höheren Orts zu melden. Aber Ordnung muss sein, auch wenn es weh tut. Wenn ihr noch mal auf Wache pennt, binde ich euch mit den Schwänzen aneinander. Meine Herren, ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören, falls Sie eine haben. Colonel, was sagen Sie dazu? Ich finde die Idee nicht schlecht, Sir. Es könnte funktionieren.
Ich schließe mich an. Wir haben nichts zu verlieren. Und wie sollten wir sonst an Donovans Bande herankommen? Sein Plan ist gut. Ja, einverstanden. Dann wollen wir es versuchen. Treffen Sie die Vorkehrungen, Carlo. Ja, Chino. Bringen Sie ihn zurück. Stiefellecker. Bewegung. Na komm, Charlie, schlafen gehen. Wenn Ihr Plan Erfolg hat, verdienen Sie ein nettes Sümmchen, Mr. Weihwasser. Ich sorge dafür, dass Sie die ausgesetzte Belohnung bekommen werden. Oh, natürlich, ich weiß, es ist kein Vermögen. So übel aber auch nicht. Es kommt insgesamt auf 5.000. Ne? Wie hört sich das an? General, ich will Sie nicht enttäuschen, aber ich dachte mir so an 30.000. 30.000? Sehr witzig. Sie glauben sicher, dass das Geld auf der Straße liegt. Hm? 30.000. Nein, es liegt in Banken, höre ich. Aber leider werden Banken gerne ausgeraubt. Und so habe ich mein ganzes Geld verloren. Unser Freund Donovan hat es. Und weil Freund Donovan schließlich einer von euch ist, halte ich mich an die Armee. Dieser Spaghetti da will dir irgendwas Wichtiges erzählen, Colonel. Warum kommt er nicht her? Hey, Spaghetti, du kannst jetzt mit dem Colonel sprechen. Ich habe eine Nachricht von Weihwasser Joe. So, so. Und die wäre? Er hat Geschäft für dich. Sehr interessant. Im Geschäft ist viele tausend Dollar drin für euch beide. Da bin ich neugierig. Sie wollen wissen, wo ist Charlie Bennett? Ah, wen hat der Bastard jetzt wieder beerdigt? Also, wo ist Charlie? Militär hat ihn gefangen. So, so. Und was schlägt Weihwasser vor? Wenn dich interessiert. Er kann ihn dir wiederbringen, unbeschädigt. Ha! Und wie? Wir müssen erst über Preis reden. Ich gebe ihm nochmal 10.000. Hey, wir haben kleine Inflation. Er will 50.000. 50.000? Er ist größenwahnsinnig. Als ob ich mein Geld gestohlen hätte. Der Junge träumt. Lohnt sich schon das Geschäft. Ihr bekommt zurück euren Freund Charlie. Und er tut euch Gefallen am Ende gratis. So, mach dich nicht über uns lustig. Will er die 50 oder nicht? Will schon 50.000, aber nur für geliehen. Weil ich für ein kleines Geld kann euch sagen, auf welche Bank er bringt seine Dollars. Dann könnt ihr gehen und wiederholen. Du bist einer der ausgekochtesten Ganoven, die ich je gesehen habe. Warum hat er dich geschickt? Weil er hat Vertrauen zu mir. Weiß, dass er sich verlassen kann. Absolut auf Sizilianer. Wollen übermorgen Charlie hängen. Weihwasser kennen, Platz und Zeit. Ihr euch verstecken, alle in meine Wagen. Warum? Nie gehört von Überfall auf Troja? Von der Geschichte mit die hölzerne Pferd? Nee. Ungebildeter Mensch. Ich setz mich doch nicht in deine stinkende Kutsche. Thank you.
Denn ich warte. Scheiße, lass die verdammte Ballerei, der Gaul geht sonst noch durch. Sauerei. Oh, nicht der Reserve. Ein schönes Geld. We'll be right back.
zum Rückzug blasen. Aber wir sind am Gewinnen. Warum weiterballern? Die Beute baumelt. Blas jetzt zum Rückzug, die Schlacht ist beendet. Aber ich kann gar nicht blasen. Dann wird Zeit, dass du es lernst in deinem Alter. Nein, nicht das noch, dann sing lieber. Wir hauen ab, spar dir das Pulver. Was hat das Arschloch vom General gesagt? Kann gar nicht schief gehen. Ich habe dich erwartet. Warum kommst du erst jetzt? Kleine Geschäftsreise. Vorwärts. Dann wollen wir mal. Glaub nicht, du kannst mir weglaufen. Dein letztes Stündchen hat jetzt geschlagen, Weihwasser Joe. Hallo, Geschlechtsfreund. Trennen. Schön nach Hause an den Kochtopf. An den Herd. Kein Halleluja für den Teufel. Schauen wir dir nochmal an. Einen letzten Wunsch. Vielleicht ein bisschen Weihwasser. Aber verlange bitte keine Flasche Schnaps oder noch ein Schäferstündchen. Das eine hast du gerade gehabt und besoffen singt sich schlecht Hosianna. Also wunschlos glücklich. Fertig? Augenblick, Donovan. Ich bin damals noch vor euch auf dem Friedhof gewesen und habe das Geld von Charlie an einen sicheren Ort gebracht. Oh. Gewehr ab. Bring ihn ins Lager. So,
Du hast uns also die ganze Zeit verarscht und deine Niete verkauft. Stimmt's? Ich fühle, du willst uns jetzt erzählen, wo das Geld ist. Du Bastard, wo hast du unser Geld? Das genügt, Sergeant. Das genügt doch lang nicht. Ich bringe ihn schon zum Reden. Seit wann hast du die große Schnauze? Ich tu von jetzt ab, was mir passt. Kapiert? Du gibst mir keine Befehle mehr, Donovan. Diesen Saustall heute haben wir nur dir zu verdanken. Zu der Schießerei ist es nur gekommen, weil irgendeiner meinen Befehl nicht befolgt hat. Ihr wisst alle genau, dass ich befohlen habe, keiner schießt, bevor ich das Signal gebe. Aber irgendein Idiot hat einfach losgeballert. Und ich kann mir schon denken, wer das war. Und derselbe Schwachkopf trampelt jetzt auf unserem Geld rum. Wenn du den Kerl umbringst, ist das Geld für immer weg. Ich habe deine blöde Klugscheißerei schon lange satt. Ich weiß besser als du, was gut für uns ist. Ich bringe ihn schon zum Reden, darauf kannst du dich verlassen. Von jetzt an hältst du schön deine feine Schnauze und tust, was ich sage, verstanden? Und wenn dir das nicht passt, dann geht's auch ohne dich. Okay, wer bei mir bleibt, kommt auf diese Seite. Klar? Jim. John. Brian, Bill, habt ihr auch nur Scheiße im Hirn? Wie ihr wollt. Wenn ihr lieber bei diesem Hohlkopf bleibt, könnt ihr euch gleich begraben lassen. Also gut, er gehört euch, bringt ihn nur um. Stellt den Sack auf seine Füße, ich weiß schon, wie ich ihn zum Singen bringe. Sergeant? Ich gebe dir noch einen Rat, und zwar, dass er so schnell wie möglich von ihr abzieht. Weihwasser hat sicher den Militärs gesagt, wo sie uns finden. Die können jeden Augenblick hier sein. Und ich persönlich habe heute keine Lust auf blaue Bohnen. Vielleicht ist da was dran, ich bin auch dafür abzuhauen. Ja, ich habe auch keine Lust, Krieg zu spielen. Wenn Sie uns hier finden, sitzen wir in der Falle. Wenn Sie kommen, kommen Sie gleich mit Artillerie. Du weißt ja, wie feig Soldaten sind. Ja, hauen wir ab, setz ihn auf ein Pferd. Ich kann mich auch später mit ihm befassen. Und pass gut auf ihn auf, der Bursche ist gerissen. So, das also war's, was dieser dreckige Bastard hier wollte. Ich steck ihm das in den Arsch, sobald ich fertig bin mit ihm. Ein Rad, kommt, helft mir mal! Der Splint ist rausgefallen. Wir müssen den Karren anheben. Chef und du schiebt das Rad dann drauf. Ja. Oh, verdammte Sauerei, da drückt er das Kreuz ab. Quatsch nicht so dumm. Moment mal, ich habe eine bessere Idee. Eins. Drei. Oh! Verdammte Gurke! Lass mir ja nicht auf die Eier fallen! Jetzt sind wir beide abgemeldet, Geschäftsfreund. Zigarre? Nur, dass du noch tiefer in der Scheiße sitzt. Das Geld von Charlie kannst du jetzt für arme Waisenkinder stiften. Hm? Aber vorher darfst du hier unser Menschenfreund noch was vorsingen. So, jetzt hat die Mutter Ruhe.
Schade, nicht? Hä? Da kommen wir zwei gerade so gut ins Geschäft miteinander und du mit deinem Dickkopf versaust alles. Das ist wirklich tragisch, finde ich. Ja. Weißt du, was ich an deiner Stelle täte? Wenn ich in deiner Lage wäre, würde ich mir einen netten Freund suchen. Was gibt es Schöneres im Leben als wahre Freundschaft? Aber für einen guten Freund darf einem nichts zu viel sein, daher musst du es ihm ein bisschen schmackhaft machen. Na, Geschäftsfreund, was hältst du von meiner Philosophie? So. Wer wäre drin, sagte der Vater. Wir können weiter, Männer. Willst du reden? Ich verliere die Geduld, Mr. Dingswasser. Du hast noch eine Minute, um es dir zu überlegen. Hä? Bist du lebensmüde? Was ist los? Wo ist das Geld, du Skalpjäger? Die Minute ist vorbei, wie du willst. Das Dynamit spart uns den Totengräber. Alles in Deckung, gleich geht er hoch! Was ist? Weißt du nicht weiter? Doch, nur deine Kanone stört mich.
Hier ist es. Sicher? Wenn ich es sage. Etwas stinkig, deine Bank. Und versuch nicht, mich zu bescheißen, verstehst du? Ich bin jetzt meine Freunde los. Ich will nicht auch noch dich verlieren. Heißt das, du lässt mich da allein rangehen? Erraten, Geschäftsfreund. Ich passe hier auf für den Fall, dass wir lieben Besuch kriegen. Gut, ich bin gleich zurück. Wirklich? Wenn ich es sage. Ich will dich immer hören. Vergiss das nicht. Ja, ich konnte als Kind im Dunkeln auch nicht gut allein sein. Spar dir deine Witze, Geschäftsfreund. Für mich geht's nur um ein bisschen Geld, für dich um die Rübe. Klar. Du bist ein kluges Bürschchen. Dass du mir keine Ferkeleien machst, da drin, da im Dunkeln, allein, du loser Du. Und rede immer irgendwas, dass ich dich höre. Oder sing Hänschen klein, meinetwegen. Mach schnell, sonst kommt noch ein Haufen Bettler und hilft dir beim Suchen. Hast du es schon gefunden? Warum redest du nichts, wie ich es dir gesagt habe? Du weißt, ich bin ein bisschen schweigsam. Außerdem ist es hier feucht. Was soll der Blödsinn? Beeil dich! Gut Ding muss Weile haben. Einen Augenblick noch. Es klemmt ein bisschen. Was ist? Kannst du es nicht ölen? Hast du es jetzt? Komm sofort zurück! Komm sofort da raus! Scheiße! Verdammter, verwichster, stinkender Hurensohn! Da, du böser Feind. Oh nein. Du jemand? Spar dir das Pulver, wir kriegen Besuch. Erzähl das deiner Großmutter. Bist du taub? Hörst du die Pferde nicht? Du hast ausnahmsweise recht. Waffenstillstand? Ist vielleicht vernünftiger. Gib mir die Hand fürs Leben, Kamerad.
Es geht nichts über wahre Freundschaft. Amen. Nicht wie eine Mutter zu dir? Mag schon sein, nur ein bisschen wenig Brust hast du dafür. Ich bin neben Kessler Vater. Hoppla, Kleiner! Nicht müde werden! Danke sehr, Geschäftsfreund. Die Direktion dankt vielmals. Thank you.
Nur fliegen ist schöner. Ein Krach machen die hier. Jetzt nur noch den Dicken. Keine Spur von Donovan auf diesem Beiwassermann. Und der dicke Sergeant? Ist nicht unter den Toten. Wir sind mal wieder zu spät dran. Das Mädchen hatte wirklich recht. Die Brüder machen sich schon selber fertig. Nur hilft uns das alles nicht, solange wir nicht die verdammte Kanone haben. Kann nicht weit sein. Der Dicke gehört mir. Ich lasse dir gerne den Vortritt, ich will nur die Leiche. Ist $5,000 wert. Immer Geschäftsmann. Scheiße. Thank you.
Der Krieg ist vorbei. Hier, damit du nicht noch vorher einen Sonnenstich kriegst. Ich sehe, du bist ein wahrer Freund. Tja, für meine Geschäftsfreunde ist mir nichts zu viel. Warum? Das kann ins Auge gehen! Das darf man nicht! Donovan! Donovan! Donovan, du kannst mich nicht wie ein Hund abknallen! Da täuschst du dich. Ich will auf Nummer sicher gehen. Du hast mich lang genug verarscht, aber ich könnte ja auch mal daneben schießen. Dann hast du Glück. Du verdammter gottloser Hurensohn! Was sollen die Leute von dir denken? Bald ist dir besser. Ich hatte auch die ganze Zeit eine Stinkwut im Bauch. Weißt du, den kleinen Spaß musst du mir schon lassen. So, ich wäre soweit. Ich möchte unsere Geschäftsbeziehungen damit für immer abbrechen, verehrter Freund. Verstanden? Wenn du noch einen letzten Wunsch hast, dann keine Flasche Whisky. Du weißt ja, besoffen singt sie schlecht, Halleluja. Donovan! Ich schwöre dir, wenn du das tust, dann holt dich der Teufel! Man muss auch mal verlieren können. Das ist wie an der Börse. Da wird auch nicht geklingelt. Donovan! Donovan! Das tut doch weh! Ich hatte mich schon so an ihn gewöhnt. Er wird es gut haben da oben.
Wir kommen mal wieder zu spät, aber wenigstens haben wir die Kanone. Passt keinem mehr. Einen Hut können wir schlecht begraben. Eine Salve Salut, Lieutenant. Eine Salve Salut! Fertig! Hören Sie, Captain. Wissen Sie nicht, dass Munitionsverschwendung gegen die Vorschriften ist? Sind gerade dabei. Oh, Scheiße.